Das ist Peter. Peter mag für sein Leben gerne Pfefferminzbonbons. Doch was passiert, wenn Peter Cola trinkt? Huch, was ist denn da passiert? Den beobachteten Effekt kann man mit dem Cola-Mentos-Experiment erklären. Dafür benötigt man eine Flasche Cola, eine Packung Pfefferminzbonbons und optional eine Einwurfhilfe. Als erstes werden die Pfefferminzbonbons in die Einwurfhilfe gelegt. Diese wird auf den geöffneten Flaschenhals aufgedrückt. Jetzt kann es losgehen. Gelangen die Pfefferminzbonbons in die Cola, entsteht eine Fontäne. Aber warum ist das so? In der Cola befindet sich gelöstes Kohlendioxid. Dieses will entweichen, sobald die Flasche geöffnet wird und der Druck nachlässt. Diesen Vorgang kann man beschleunigen, indem man die Pfefferminzbonbons in die Cola wirft. An der rauen Oberfläche der Bonbons bilden sich viele Bläschen. Dies funktioniert, da das Kaliumbenzoat und Kohlendioxid der Cola mit der Gelatine und dem Gummi Arabicum der Bonbons eine chemische Reaktion auslösen, das zu einer extremen Schaumbildung führt. Deshalb sollte Peter in Zukunft seine Bonbons ohne Cola genießen. Prost!